Wissenschaftler der NASA haben festgestellt, dass sich der Mond, der Mars, ja das ganze Sonnensystem erwärmt. Vermutlich sind wir jetzt nicht nur an der Erderwärmung schuld, sondern daran schuld, dass sich das ganze Sonnensystem durch den menschengemachten Klimawandel im Sonnensystem schuldig macht. Und da muss man ganz klar sagen, zum Glück haben wir Joe Bomben Biden in den USA, der uns vor dem Armageddon des Sonnensystems ganz klar rettet. Er sagt dazu, es gehe darum, die Klimakrise als das anzuerkennen, was sie sei. Eine Lüge. Ah nein, sorry. Eine existenzielle Bedrohung. Die einzige existenzielle Bedrohung sind aber ganz klar korrupte Politiker, gekaufte Wissenschaftler und hörige Medien. Die existenzielle Bedrohung unserer Zeit sind die Lügen von Big Pharma, von Big Tech und der Big Guy in den USA, Joe Bomben Biden und seinen Handlangern natürlich auch in der Ukraine. Dieses Video wird unangenehme Fakten aufdecken, unangenehme Wahrheiten ansprechen, aber dir die Möglichkeit geben, die Dinge klar zu erkennen. Deshalb das Video jetzt sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und auch gerne reinkommentieren, was du von den ganzen Fake in der Welt haltest. Mein Name ist Hannes Haltnagel. Und mein Name ist Deutsch Benjamin und Hannes. Heute habe ich schon anfangs lachen müssen, aber die Welt ist so verdreht, dass man eigentlich fast schon nur mehr lachen muss. Aber natürlich ist das heute auch wieder ein harter Content. Müsst ihr unbedingt, wie gesagt, bis zum Ende dranbleiben. Vergesst aber nicht, bevor wir gleich mit dem Content loslegen, wir haben bei Investinvest wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt, und zwar unsere Investinvest-Mitgliedschaft, wo ihr Wochenupdates bekommt im 14-tägigen Rhythmus, ihr bekommt Zyklen-Updates, ihr bekommt ein Lernangebot, eine riesen Bildungsplattform, wo wirklich alles drin ist, um in dieser Welt bestehen zu können, aber auch sich weiterentwickeln zu können. Und noch viel wichtiger, eine riesengroße Community von Menschen, die eben gleichgesinnt sind. Und ich glaube, das verbindet uns alle miteinander. Hannes, heute sehr spannendes Thema. Dienstag, es geht immer um das Thema Geopolitik, aber heute geht es mal um Deutschland. Und zwar, dass eventuell sogar wieder ja, Energielockdowns kommen, oder? Ganz richtig, Benjamin. Aber zuvor schauen wir uns noch zum Sonnensystem an. Und zwar zum Bösen unter der Sonne, das ja anscheinend fast allgegenwärtig zu sein scheint. Ja? Und alles, was vor unseren Augen in Echtzeit passiert, ist an und für sich entweder unfassbar böse oder unfassbar dumm. Und diese Aspekte wollen wir uns heute anschauen. Wir beginnen natürlich mit den Sonnenköniginnen und dem unfassbar Bösen. Und zwar mit den drei machthungrigen Damen von Europa. Das könnte man sagen, das ist fast schon so die Bibel auf modern. Die drei schwarzen Reiterinnen, die an und für sich das große Unheil ankündigen. Schwarze Reiterin Nummer 1, die schwarze Null, Christine Lagarde, die an und für sich Geld druckt, das gäbe es kein Morgen mehr, um dann Putin an der Inflation den Schuldigen ganz klar zu finden. Dazu kurzer Videoeinspieler von ihr. Lass dich nicht von den Bastarden erwischen. Und ich weiß, dass das nicht sehr höflich ist. Das ist keine sehr angemessene Sprache. Aber lass dich nicht von den Mistkerlen erwischen bedeutet, halte an der Arbeit fest, die du machst, und gib nicht auf. Aufstehen. Die zweite schwarze Reiterin, schwarze Politikerin schüttelt sich von Militärparade zu Militärparade und dann öffnet sie als Christlich-Soziale die Grenzen des Unertragbaren und holt Sodom und Gomorra in die deutschen Städte. Sie öffnet die Grenzen in ihren grenzenlosen Wahn, um dann eine Gewaltspirale loszutreten in Deutschland, die man dann aber geschickt dem rechten Eck der AfD in die Schuhe schieben kann. Und die dritte schwarze Reiterin im wahrsten Sinne des Wortes im Bunde, wer könnte es anders sein? Faiza Uschi, die Sonnenkönigin von Europa, nie gewählt, aber dafür mit einer Menge Macht ausgestattet, wie auch Papa Schwab oder Onkel Joe Biden. Und da muss man ganz klar sagen, wenn der Knabe in der Ukraine dann ein bisschen mehr Waffen von ihr fordert, ein bisschen mehr Glyphosat auf den Feldern von uns verlangt wird, ja dann stimmt Faiza Uschi natürlich fleißig zu. Und dazu haben wir auch Sonntag vor einer Woche ein spannendes Video gemacht. Und zwar, wir haben über den Glyphosat-Skandal in der Europäischen Union gesprochen, wie die EU-Kommission im Alleingang an und für sich bis auf Italien die EU-Kommission im Alleingang eine weitere Verlängerung von diesem Glyphosat auf unseren Feldern zustimmt. Ja, und am selben Tag, wenige Stunden nach Ausstrahlung dieses Videos, hat uns eine Schlagzeile ereilt, und zwar, dass in den USA in Philadelphia ein Gericht Bayer zu einer Zahlung von 2,25 Milliarden US-Dollar verdonnert hat, weil ein Mann aus Pennsylvania für seine Krankheit geklagt hat. Ja, der Kontakt mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel, der Mann ist da krank daran, und damit ist eben Bayer dann in dem Sinne auch verurteilt worden.
Und laut Angaben von Bayer sind noch weitere 52.000 Klagen gegen Bayer in dieser Sache offen. Da kann man nur hoffen für Bayer, dass sie nicht ähnlich hohe Schadenersatzzahlungen ausgegeben haben. Auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die von uns nicht so geschätzt ist, aber auch die sagt sogar, dass der Impfstoff wahrscheinlich schwere Krankheiten erregen kann. Und damit hat Bayer sogar im Vorfeld schon 9,5 Milliarden Euro gezahlt, um die Klagen etwas unter Tisch zu halten. Aber die EU-Kommission macht es möglich. Daumen nach oben für die Pfizer-Uschi, die uns die Spritzen in die Arme jagt, die uns die Spritzen in die Felder und in die Nahrung reinhaut und vermutlich auch ganz stark dafür ist, dass auch noch der Himmel schön weiß gefärbt wird. Danke, Ursula. Danke, EU-Kommission. Da freuen wir uns schon auf die Europaparlamentswahlen. Da wird sich natürlich dann an der Wahlurne wieder ganz, ganz viel enger ändern. Eine Sache auch dazu, ganz spannend natürlich. Und zwar, wenn man sich die Impfquote von Europa anschaut, ist die ja relativ ident. Ausnahme Italien. Italien ist etwas vorne mit einer über 90-prozentigen Impfquote zu Zeiten von Covid. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man Glyphosat in Italien gar nicht ausbringen muss. Die Menschen haben sich so und so schon freiwillig das Ganze hineingejagt. Jetzt werden viele sagen, Kaffeesudleserei, verschwörungstheoretisches Geschwafel, was für ein Blödsinn. Ja, dann schauen wir uns einfach Zahlen an von den Mainstream-Medien. Dann schauen wir uns die Zahlen an, was die einzige Quelle der Wahrheit uns bringen will. Und zwar, da schauen wir uns die Krankenstandstage in Deutschland an. Und zwar, wir haben über Jahrzehnte hinweg einen relativ konstanten, leicht steigenden Krankenstandsbericht. Und dann sieht man auch in der Grafik 2011, 13, 15, 16, 17, alles ident, fast keine Veränderungen. Die Pandemie bricht aus. Wir haben keine Steigerungen in den Krankentagen, keine Krankenstände, keinen Zuwachs verzeichnet. Und dann auf einmal der Impfstart. Und just zum selben Zeitpunkt explodieren die Krankenstandstage in Deutschland. Sie verdoppeln sich von mehr als verdoppeln sich von 9,4 im Schnitt auf 19,4. Und ein ähnliches Bild hätten wir auch bei der Übersterblichkeit, bei den Geburtenrückgängen und vielen anderen Dingen. Aber nein, alles nur Verschwörungstheorie. Alles nur rechtes Eck, Geschwafel, müssen wir gar nicht hinschauen. Nein, Chemtrails, alles Lüge. Die Pharmalobby will nur die Gesundheit für uns alle. Die Waffenlobby setzt sich für den Frieden ein, die Energielobby für die freie Energie und die Politik möchte nur das Beste für uns. Und wenn wir schon bei der Politik sind, dann kommen wir ganz rasch zum Karl, dem peinlichen Nehammer Kanzler von und zu Österreich. Und zwar, er hat ausgerufen in seiner Ansprache zur Lage der Nation, dramatisch, wie sich das für Österreich gehört, und zwar das Jahr der Entscheidung. Ja, das Jahr der Entscheidung, da hat er natürlich ganz klar absolut recht. In keinem Jahr der Menschheitsgeschichte sind so viele Wahlen abgehalten worden wie 2024. In keinem Jahr der Menschheitsgeschichte wurde offenbar so viel oder wurde so viel entschieden demokratisch wie heuer entschieden werden darf. Nur eine Sache sollten wir dabei verstehen. Es wird das Entscheidungsjahr sein, da hat der liebe Karli recht. Es wird nicht an den Wahlurnen entschieden werden. Es wird in unseren Herzen und unserem Verstand entschieden werden. Deshalb jetzt Video und die Fakten sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und gerne reinkommentieren, was ihr davon haltet. Und wenn ich sage, die Entscheidung wird in unseren Herzen von unserem Verstand getroffen werden, dann meine ich damit eine Sache, dass wir Menschen weder rechts noch links sind, sondern der Rahmen, der ihnen gegeben wird, sie in ein rechtes Eck oder in ein linkes Eck hineintreibt, dass man dann eben geschickter voneinander loslaufen kann. Wir alle haben eine göttliche Funken in uns. Wir alle haben eine Schöpferkraft in uns. Und wir alle haben einen klaren Verstand in uns, den wir oft vernebelt durch mediale politische Äußerungen nicht mehr klar sehen können. Aber wir alle können uns wieder dorthin besinnen, mutig und entschlossen mit Herz und Verstand in dieser Zeit zu gestalten. Und jemand, der definitiv vielleicht mit wenig Herz und relativ wenig Verstand, aber klar gestalten darf, ist der Wirtschaftsminister Habeck von Deutschland. Und zwar die Transformation in Deutschland wurde eingeleitet, die Energiewende durchgeführt, die ganzen Pipelines gesprengt, die Atomkraftwerke abgeschalten und damit Deutschland vor der Verarmung. Ja, die Kurskorrektur ist geglückt. Man sollte an und für sich aber nur, wenn man eine Kurskorrektur macht, vielleicht ein Stück vorher schauen, wohin man das Schiff lenkt am Ende des Tages. Aber Habeck und seiner bunten Regenbogen-Crew dürfte das am Ende des Tages egal sein. Die Ölhähne sind zugedreht, die Pipelines sind abgeschalten bzw. gesprengt und die Atomkraftwerke eben abgeschalten. Aber alles egal,
Deutschland hat verlässliche Partner. Damit meine ich jetzt nicht die verlässlichen Partner, die das deutsche Wirtschaftswunder durch günstige Energie möglich gemacht haben, die einem jahrzehntelang mit Energie versorgt haben, sondern damit sind natürlich gemeint die verlässlichen Partner im Westen, in der USA, über die transatlantische Brücke hinüber ins demokratische Zentrum, dort, wo die elitären Gruppen sich treffen, um gemeinsam die Zukunft mit Minister Habeck und seinem Anton Hofreiter zu gestalten. Und da muss man ganz klar sagen, da können wir uns drauf verlassen. Bravo Deutschland, voll in die Abhängigkeit von der USA rein. Dann kommt der Präsident Biden und sagt auf einmal, er hat es vielleicht vergessen, aber er sagt ganz klar, nein. Wir bauen das LNG, das Flüssiggas, nicht weiter aus. Eine weitere Abbau muss untersagt werden. Und damit ist Deutschland natürlich in einer sehr, sagen wir mal, prekären Situation. Denn entweder man kauft zu exorbitanten, hohen Preisen das Gas dann weiter, das Flüssiggas weiter aus den USA zu, oder man verzichtet darauf. Und ich denke mal, der Minister Habeck, grün wie er ist hinter den Ohren, wird sich klar dafür entscheiden, darauf zu verzichten. Denn er hat die Analysen vor sich liegen. Wir können die Grafik einblenden. Man braucht das US-Flüssiggas einfach nicht. Und zwar, man hat ja nach wie vor Trinidad und Tobago oder Angola als verlässliche Partner und Lieferanten. Bei dem Wirtschaftsausblick, den Minister Habeck hat, ganz klar werden wir damit auch auslangen können. Denn wenn man sich dann also auf ein Wirtschaftsniveau eben von Trinidad und Tobago oder eben Angola begibt, dann wird man auch mit den Flüssiggaslieferungen aus jenen Ländern ein Auskommen haben. Ähnlich auch politisch engagiert ist man wie in den Ländern, dass man bürgerkriegsähnliche Situationen zwischen rechts und links und AfD und den Linken heraufbeschwören will, zwischen AfD und der Erdogan-Partei bald vielleicht heraufbeschwören will, um eben das Ganze dann auch zu destabilisieren. Eine Sache muss klar sein, die großen Unternehmen wie von Investibest von uns angekündigt vor über einem Jahr im Wochenupdate, das wir 2024 sehen werden, für die großen namhaften Firmen in Deutschland mehr und mehr verschwinden, nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Beispielsweise Ritzenhoff, Signa oder KDW, alles Dinge, die in Deutschland verschwinden, dank der hervorragenden Wirtschafts- und Energiepolitik unserer Regierenden. Und dann müssen wir eine Sache noch am Ende des Tages festhalten, das Ganze nur das der Anfang eines schönen Spiels. Wir haben das goldene Dreieck, wenn wir runterschauen, zum Suezkanal, Punkt 1, nach Sudan und Jemen, Punkt 2 und der Straße von Hormuz, dann hat man da ein wunderbares Dreieck und dieses Dreieck wird am Ende des Tages dann, wenn es die USA für richtig empfinden, in die Luft fliegen. Und dann werden die großen Transportrouten, sei es für Energie, für Öl, für Gas, aber auch für den Warenverkehr nach und zu Europa unterbunden werden. Und damit wird in Europa das Wirtschaftsniveau von Angola und Trinidad und Tobago sehr schnell real. Und dann darf Wirtschaftsminister Habeck das am Ende des Tages tun, was er am besten kann, und zwar regieren in einer Bananenrepublik. Hannes, Bananenrepublik, du hast es perfekt ausgesprochen. Wenn man allein schon die Namen liest, die du angewähnt hast, Lagarde, Merkel, von der Leyen, allesamt zusammen haben Europa in eine massive Schieflage gebracht und treiben sie auch immer mehr in eine Schieflage. Und natürlich Wirtschaftsminister Habeck, der vorne und hinten nicht versteht, was Wirtschaft bedeutet, weil, wie du richtig gesagt hast, wenn natürlich die Amerikaner jetzt auch noch ausfallen mit der Energielieferung, die Russen hat man selber sich abgeschaltet, Katar droht bereits, dass man keine Energie mehr liefert, besonders Italien, was das Gas anbelangt, wenn man im Israel-Konflikt Partei anbelangt. Also hier ist einfach wirklich für Europa, muss man sagen, für die nächsten 2 bis 3 Jahre Armageddon angesagt. Die Energieversorgung wird zusammenbrechen. Wir werden aber auf der anderen Seite explodierende Energiepreise sehen und deswegen sagen wir auch immer wieder beim Investinvest, seht auch die Chance dahinter. Man kann auch von diesen steigenden Energiepreisen profitieren, wenn man in Deutschland lebt. Und aus diesem Grund werdet bei uns Investinvest Mitglied. Wir haben schon den ersten Erdgasbullenmarkt richtig krass mitgeritten und den zweiten noch viel größeren werden wir umso mehr mitreiten, weil eines ist klar, wir beim Investinvest lassen uns das, was diese, sorry, machen, sicherlich nicht gefallen. In diesem Sinne, Hannes, super Video heute wieder. Ganz klar aufgezeigt, was im System einfach so schief läuft. Aber wie gesagt, wenn die Zyklen nicht schlafen und das tun sie nicht nächstes Jahr, dann können wir da raus, Hannes. Gewinner im Umbruch werden. Und darum geht es uns ganz klar und deutlich. Wir wollen viele Gewinner von Umbruch haben, denn dann können wir gemeinsam eine Zukunft gestalten. Wenn wir es schaffen, uns nicht von dieser Welle, von dieser politischen Welle, von dieser medialen Lüge erdrücken zu lassen, sondern uns daraus befreien, in die Gestaltungskraft hineinkommen, dann wird eine Sache wahrhaftig werden, und zwar wir alle
werden Gewinner im Umbruch sein. Wir alle werden die Verantwortung tragen, zu gestalten. Und dann werden wir alle in einer neuen, besseren Welt leben können. Und dann wird die Realität von Minister Habeck nicht wahr werden, dass Deutschland auf dem Niveau von Trinidad und Tobago verkommt. Oder wie wir nächsten Sonntag unbedingt einschalten, erklären werden, was er vorhat mit Deutschland. Und zwar ist Überführen in eine Europäische Union, um Staaten aufzulösen. In dem Sinne, Video jetzt teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und dann sehen wir uns am Donnerstag bei einem spannenden Marktupdate. Also Leute, bis zum Donnerstag. Tschüss.